So, liebe Leute, Showdown-Event. Feierabend, danach haben wir mit Quid das letzte Rennen. Schauen wir mal, wo wir jetzt sind. Wir nehmen wieder natürlich den Ferrari diesmal. Wir nehmen den Ferrari Evo. Und dann gehen wir ins Finale. Und wir sind in Suzuka, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Suzuka Circuit. 6 Runden nochmal. Und dann sind wir durch. Unsere beiden Jungs gegen die beiden gegen das chinesische Team der Kowloon Dragons. Die zwei Grünen haben wir schon ausreichend kennengelernt. Und dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Hier ist eines meiner Lieblingsteams, die Kowloon Dragons. Christen, sind Sie entwartet? So, und jetzt fangen wir mal im Regen 6 Runden Suzuka und dann Happy Birthday. Let's go. Showdown. Letztes Rennen für heute. Aber insgesamt für dieses Let's Play. Danach sind wir durch mit unserer Karriere. Das ist, wie gesagt, der letzte Lauf. Ich glaube, von gefühlt 180, glaube ich, sind es insgesamt. Also nicht 180 Läufe, da waren nicht mehr gemacht. Aber 180 Folgen, glaube ich, waren es am Ende final. In diesem Let's Play. Das ist nicht mein längstes Let's Play, es ist, aber... Ja, es ist nicht mein längstes Let's Play, genau. Ich habe FIFA, ich mache noch 85 Folgen. Aber ich muss, muss ich nachgucken, wie viel es jetzt nicht waren. Aber egal, sei es drum. Geh mal hin. Okay, angreifen. Push, ich versuche es weiterzugeben. Okay, es wird angegriffen. Klatsch, hat's irgendwo gescheppert und dann. Der Regen macht sich einfach, aber ist egal, kriegen wir schon hin. Wir können uns ein bisschen absetzen von hinten im Feld. Wie gesagt, ab Montag sehen wir uns dann bei Assetto Corsa wieder. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, die letzten Runden hier im Grid machen. Hier geht es nochmal Richtung Schikane hier in Suzuka. Die letzte Schikane. Ich habe jetzt nicht bewusst mit dem Ferrari erst gepickt. Weil ich mit dem Agera, Königseck. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Ein bisschen mehr Schwierigkeiten hat, aber das ist mir heute egal. Wichtig ist, dass wir führen. Und auch unser Teamkollege mit dabei steht. Ob wir zwei mit haben. Aber wir wollen diese Kowloon Dragons auf ihrer Heimstrecke beziehen. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Wobei die Name ja chinesisch klingt, statt eher japanisch. Deswegen ja, aber Shanghai hatten wir ja schon beim letzten Showdown. Deswegen denke ich mal, dass sie deswegen aus Suzuka gewählt haben. Ja, zweite Runde sind wir mittlerweile schon. Wir haben noch ein bisschen was zu tun, natürlich, klar. Aber das ist das Wichtigste. Wir. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Okay, angreifen bestätigt. So. Geht sie wieder Richtung Schikane und dann geht es gleich in die dritte Runde. Also, Halbzeit haben wir noch lange nicht, leider. Ja, jedenfalls führen wir, haben wir zwei Autos vorne und wie gesagt, wir möchten diesen Showdown gerne wieder mit dem 1-2 wenden. Runde 3. Wir müssen uns weit nach vorne arbeiten. Ich bin doch schon dabei, ja, alles gut.
So. Dass ich irgendwie rauskomme zu weit. Kurve hier, die Hanade. Okay, angreifen. Ich geb's weiter. Momentan sieht auch alles sehr, sehr gut aus. Okay, Jungs da hinten. Es wird angegriffen. Die beiden japanisch-chinesischen Jungs, wie gesagt auch immer, haben momentan mit uns keinen Stich. Und der, aktuelle Teamkollege ist aber von der Wertung her ein bisschen langsam als der Cody Kaufmann, den wir ja zwischendurch mal hatten. Ja, zu Beginn dieser Seasons, wie wir hatten. Aber ich dachte, für den letzten Abschnitt nimmst du nochmal 9. Und er hat sich wirklich durchgearbeitet. Er hat sich wirklich durchgewiesen. Manchmal habe ich eine Schwierigkeit gehabt, dachte ich mir, ob das der Richtige war. Aber jetzt mit den letzten Rennen war er immer wieder mit dabei. Hat manche Rennen immer gewonnen. Und bin zufrieden. Definitiv am Ende. Und jetzt hoffentlich sollten wir dieses Finale nochmal nach Hause fahren. Wir gehen nämlich jetzt in Runde 4. Das war die Hälfte des Rennens. Die Hälfte, ja. Der Abstand ist echt gut mittlerweile. Schade, dass sie keine Abstände sind, wie weit der Abstand ist. Schön, dass hier ist es durch. Da geht es jetzt rechts durch den Tunnel durch. Dann die Haarnadel. Jetzt Richtung Spoon, dann geht es über die 130er Richtung letzte Schikane und dann sind wir schon fast durch. Also wir haben noch zwei Ründchen. Und jetzt kommt es gleich bei der Problemkurve, die wir ja so eingangs der letzten Folge gesehen haben. Da habe ich ja immer wieder mein Dreher schon gehabt. Nicht hier so. Ich bin immer wieder an die scheiß Wand reingekommen und hier die hinten raus beschleunigt habe, aber hier dieser Linksknick und dann bin ich immer in die Wand reingekommen. Dann war das Gefühl, war es ein Rechtsknick. Der mir so ein bisschen mein Rennen versaut hat, aber fast so versaut hat. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Ja. Und wir gehen in die vollste Runde. Noch zwei Runden zu fahren. Okay, Angreifen bestätigt. So, einmal nur die erste, das vorletzte Mal. Genieße jetzt quasi nochmal. Es geht jetzt zum vorletzten Mal unten durch diesen Tunnel durch, weil die Strecke sieht ja, ist ja quasi wie so eine Acht. Da geht ja die andere Strecke drüber. Da geht ja dann die gerade da von 130 Jahren geht hier rüber. Wenn wir jetzt gleich auch nochmal anfangen werden. Jetzt zeige ich euch gleich die Stelle, die ich meine. Aber ich meine, die Leute, die Suzuka kennen, die wissen das. So, immer noch haben wir alles souverän im Griff. Wir sind im Moment am ersten immer noch. Der Teamkollege hat gut dann schon da hinten. Ist zweiter. Das passt soweit. Und dann können wir hoffentlich auf dem. Können wir ähnlich wie beim letzten Showdown auch dieses Mal das gastgebende Team mehr oder weniger deklassieren auf ihre eigenen Strecke. Aber es ist auch noch ein bisschen Zeit. Es ist ja nur eine Runde danach.
So, jetzt gibt's über den Tunnel, den wir eben gefahren sind. Da gibt es jetzt, da wir gerade jetzt hier die Stelle, ich meine. Den wir jetzt gleich nochmal anfahren werden, weil jetzt geht's gleich schon mal rechts, links, rechts. Links hier, und dann rechts in die Kurve rum. Und dann geht's ins Finale von Witt. Und zwar in die allerletzte Runde. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Das wollen wir nach Hause jetzt erfahren. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugeben. So, und jetzt hoffe ich, dass hier nichts mehr passieren wird. Okay, es wird angegriffen. Schön hier, sauber geschehen, ist es durch. Hat der Pass, leichte Rutscher sind aber drin gewesen. Noch nicht ganz final durch. Durch den Tunnel. Schöne Mambianadel hier rum und dann sind wir bald durch, liebe Leute. Oh, warum hat es gerade gescheppert? Das hat er nämlich nicht gesagt, dass er die irgendwas. Hoffentlich nicht mein Teamkollege, aber das sieht alles so sauber aus. Naja, dann haben die sich hinten weggeschossen. Und da ist er schon. Der hat ja damit bekommen anzugreifen und das macht er gleich auch. Das, was er macht, ist, er versucht nämlich ranzukommen. Und jetzt nehmen wir nochmal die Schilder. Ich bin jetzt extra vom Gas gegangen, also ich werde sich schon wieder im Dreher. Jetzt nicht in der letzten Runde noch das Rennen wegwerfen. Keine Zeit schlafen. Und es wurde noch mal ein bisschen knapper, dann irgendwie noch mal noch kurz. Oh, noch mal kleiner Konzentrationsfehler war. Und dann war's das mit Quint und wir sind durch. Nach 11 Minuten 47 sind wir im Showdown. Durch. So. Ja, das war's. Liebe Leute, wir sind durch mit Quint. 1, 2, aber die waren 5 Sekunden. Wir haben es geschafft, liebe Leute. Wir haben es geschafft. So. Gut. Dann war's das. Wir sind durch mit Grid. Liebe Leute, wir sehen nochmal kurz das Finale. Klar. Platz 1 für mich, Platz 2 für meinen Teamkollegen, Platz 3 für den Gastgeber am Königsweg Jesko. Beide, die hatten nicht den Hauch einer Chance hier in Japan zum Finale. Und dann sind wir durch, liebe Leute. Ich verabschiede mich hier bei Grid. Wir sehen uns morgen wieder mit der Formel 1 und dann ab Montag mit Assetto Corsa. Bis dahin und tschüss.